Du hast eine Steamboastinger Compact oder willst du eine zulegen und willst dann auch lange Freude daran haben, was ich gut verstehen kann. Wenn du wissen willst, worauf es ankommt und wo die Frequently Asked Questions, also das, was jeder wissen will und muss, ja, wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bei der Compact, da haben wir schon sehr viele ausgeliefert. Großartiges Teil, gibt es ein paar Dinge, die immer wieder gefragt werden und es gibt zwei Dinge, die tatsächlich deine Armbrust defekt machen können, wenn du das wirklich wahrlich willst. Ich zeige dir das, wie das geht, dass du die Armbrust kaputt machst und ich zeige dir auch, wie du das verhindern kannst. Denn eines ist ganz klar, das habe ich schon einmal gesagt, der Pro-Wurfarm ist keine gute Idee, oben beim I-Klicken, wenn dich das interessiert. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, man kann es schaffen, ja, relativ einfach, wenn man das wirklich wahrlich will, diese Federn hier, diesen Federzug, der ja notwendig ist, ich spanne die Armbrust durch das Zinn und lasse sie dann nach vorgleiten. Und diesen Federzug, der ist natürlich notwendig zum Spannen. Ja? Und den, jetzt habe ich voll daneben geschossen. Aha. Na egal, den kann man auch kaputt machen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann schauen wir es uns gleich an. Es ist so, hier ist ein Hebel. Und dieser Hebel ist so gestaltet und so gemacht und so gedacht, dass man, ich zeige es mal so her, mit diesen drei Fingern, das heißt einen Zeigefinger, einen Mittelfinger und einen Ringfinger, das kriege ich motorisch nicht hin, ja, dass man das Teil aufzieht. Den Daumen und den kleinen Finger gibt man da hinten so zusammen, so wie man sagt, ich schwöre, dass ich ein braver Junge war. Nur machst du das dieses Mal mit dem Daumen und dem kleinen Finger. Okay, gut. Und dann noch was. So wird da reingriffen. Es wird nicht so reingriffen, es wird nicht so reingriffen, es wird nicht so reingegriffen, denn genau das ist der Punkt. Du greifst hier hinein, ohne diese Feder irgendwie, ja, festzuhalten. Das ist ganz wichtig. Es gab einige Kunden, die unbedingt den Pro-Wurfarm dazu haben wollten, weil, so nach dem Motto, stärker ist besser, stärker ist besser. Und dann haben sie ganz einfach, und ich habe ja mit einem telefoniert, den Bogen nicht mehr erzogen. Weil der Pro-Bogen ist wirklich, da steht zwar 90 LBS drauf, aber der ist absolut irre. Das ist nicht vergleichbar mit den Armbrüsten, die man aus Asien bekommt, die auch alle super sind. Ja, ich habe sie alles gut. Aber nur weil da 80 Lips drauf steht oder 90 oder was auch immer, bedeutet das noch immer nicht, dass der an den 90 Pfund Bogen rankommt und der ist wirklich giftig. So. Und jetzt zieht man, am Anfang geht das ja noch und dann denkt man sich, oh, ich erziehe es, ja, und bemüht sich und macht und dann ist, kommt man vielleicht auf die Idee, diese Federn hier mitzuhalten, aus welchem Grund auch immer. Und dann, schau mal her, ist alles wunderschön jetzt, oder? Und das ist auch die, mit der ich schon hunderte Male geschossen habe, wahrscheinlich schon tausende Male mittlerweile. Denn das ist meine erste Stinger, die ich bekommen habe. Ja? Übrigens auch noch mit ein bisschen einer anderen Farbe. Color Kit kann man ja auch drauf machen, aber das kommt dann noch. Und jetzt zeige ich dir was. Also, Trommelwirbel. Wie du deine Compact voll cool schrottest, dich dann nachher bei mir, an anderen Händler oder beim Hersteller beschwerst, dass sie den größten Scheiß der Welt produzieren. Ich zeig dir, wie das geht. Aber psch, nicht weiter sagen, okay? Du nimmst die Armbrust. Warte mal ganz kurz. Ich gebe nur sicherheitshalber nicht, dass irgendetwas passiert. Die Bolzen raus, das ist jetzt leer. Es ist ja jetzt wirklich nur Theater. Und mach es jetzt mal so, okay? Ja, schau her. Und dann lasse ich wieder nach vorne. So, jetzt schieße ich, ja, oh, das ist so schwer gegangen, und mache das ganze Spiel jetzt noch einmal. Jetzt habe ich die Armbrust endlich Schau dir diesen Scheiß an! Diese Steamboat-Leute und dieser reine Rossmann, die verkaufen den größten Scheiß. Schau dir das an, wie das ausschaut. Schau dir das an, wie kann man, na wirklich. Na, ich schreibe den jetzt und ich habe es jetzt einmal leer abgeschossen, weil da habe ich auch bei irgendwo gesehen in YouTube, dass man das ja ohne weiteres machen kann. Du, ich schreibe den jetzt eine böse Mail, dass das größte Klumpert aller Zeiten ist, in der Superlative, und dass ich jetzt komplett angefressen bin. Da habe ich einmal so lange drauf gewartet, dann habe ich so viel Geld dafür ausgegeben und dann ist das so ein Scheißtrick. Ich meine, schau dir das an. Na, ich werde auch gleich in alle Diskussionsforen gehen, die es weltweit gibt. Ich werde gleich auf Facebook, ich werde überall auf Instagram, auf TikTok, auf was weiß ich, was es noch für einen Schaß an Social Media gibt, hineinschreiben, dass Steamboat
und der Rainer Rossmann das fürchterlichste Produkt aller Zeiten rausgebracht haben. Okay. Natürlich verstehe ich, dass es so passieren kann. Aber noch einmal, es muss ja nicht unbedingt sein. Diese Armbrust habe ich ganz locker. Ich spüre noch, ich habe noch immer die kleine Wunde, ja, siehst du da jetzt nicht, aber ich sehe es, vom vielen Schießen, da bin ich da blutig geworden. Ich hatte einen Muskelkater, ja, da in dem Bereich, weil ich die ganze Zeit geschossen habe, einen ganzen Tag lang. Und es ist mit dieser Armbrust null passiert. Und vielen anderen Kunden passiert das auch nicht. Und ich habe dir jetzt gezeigt, was du tun kannst, um deine Armbrust zu schrotten. Aber ist das ein Konstruktionsfehler? Nein, das geht nicht. Das ist genauso, wie wenn ich mit meinem Auto gegen einen Baum fahre, dann zum Autohändler gehe und sage, Alter, das ist das größte Klumpert, was es überhaupt gibt. Ich möchte einen neuen haben. Also, das ist wirklich ein Problem. Darauf achten. Und daher, liebe Leute, Nummer 1, nehmt den Standardwurfarm einmal, das ist Punkt A. Also jeder, der einen höheren Wurfarm nimmt, das ist einfach keine gute Idee. Und das braucht es auch nicht. Ich habe auch ein Video gemacht, oben beim E-Klicken, dass das kein Spielzeug ist mit diesem Close Quarter CQ irgendwas. Das ist nicht notwendig, denn, und das ist ganz entscheidend, es kommt nicht immer auf die Lips, auf die Power an. Wenn ich im Close-Quarter-Bereich schießen mag, also ganz nah, Zimmerdistanz zum Beispiel, dann ist das ein absolut gefährliches Instrument. Da brauche ich nicht noch tunen. Und das Zweite ist, selbst wenn ich den Standardwurfarm nehme, bitte, nur hier, nicht festhalten in irgendeiner Art und Weise. Nicht so nehmen, genau so wie es auch in der Bedienungsanleitung drin steht. Und so wie ich es auch immer gezeigt habe, bitte nur so nehmen und dann funktioniert das. Das Problem ist nämlich jetzt an der Stelle, dass das Ding nicht mehr so richtig schön nach vorn zieht. Das ist, es ist einfach nicht mehr so lustig. Und es kann sogar passieren, wenn beide abgerissen sind, dass das Ding da hinten bleibt. Dann könnte ich jetzt, wenn jetzt die Armbrust, ich werde sie jetzt trotzdem leer schießen, weil es jetzt sowieso schon wurscht ist, wir werden jetzt eine neue aufbauen. Ich kann sie jetzt auch leer abschießen, aber wenn das Ding hier vorne steht, dann nimmt mir das, wenn ich die jetzt leer schieße, trotzdem etwas, und zwar deutlich an Kraft weg. Also das will ich natürlich nicht. Was man dann noch immer tun kann, auch wenn das nach hinten steht, dass man noch einmal nach vor geht, um dann schießen zu können, weil das Schießen ist davon unabhängig. Aber daher, das ist einfach ein Problem. Ich glaube, ich habe es jetzt 100 Minuten erklärt. Bitte ordentlich fassen, bitte ordentlich machen. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Was ist das hier? Das Ding gehört für das hier. Da drinnen sind nämlich auch Schrauben und die sind nämlich auch relevant. Und zwar da jetzt zum Beispiel zum Aufschrauben, ja, damit ich dieses Teil hier mal runternehmen kann, das ist Punkt A. Aber auch zum Festschrauben, dazu komme ich auch gleich. Wenn du dir jetzt zum Beispiel, wenn du eine Tactical besitzt, schau her, das ist das wunderschöne Ding hier, die genauso cool ist, und sagst, ich möchte die aber auch compact-mäßig nutzen, na komm, Tactical bleibt da oben liegen, dann kannst du ja ein Umbauset kaufen. Die werden noch geliefert. Ich weiß, dass schon einige bei mir gekauft haben. Wir warten dran. Es ist momentan wirklich nicht leicht, an Ware zu kommen. Das betrifft uns alle in der Branche. Und das ist genau der Punkt hier. So schaut es aus im Schneckenhaus. So kriegst du das. Und da ist auch dieser Schraubenschlüssel mit dabei. Und da kann es passieren, dass diese Krallen, diese Spannkrallen, ja, so angeliefert werden. Oder wenn du mit einem stärkeren Bogen öfter schießt und es vielleicht sogar ziehen kannst, wie gesagt, es gibt eine Challenge. Wenn du mit dem 90 Pfund Wurfarm mit einer Compact schießen kannst, dann machst du mir ein Video, das heißt dann Rainer Rossmann Steamboat Stinger Compact Challenge. Magst du ein Video, da braucht dein Gesicht nicht zu sehen sein, aber du. Und ich will sehen, dass du die spannst und mit der schießt ein paar Mal, dann kriegst du eine Packung Pfeile von mir kostenlos, frei Haus. Daher. Aber durch das, da entsteht so viel Druck, so viel Zug, dass sich diese Spannelemente hier hinten einfach locker werden. Eine Armbrust, da ist extrem viel Vibration in dem Gesamtgerät. Das ist bei einer normalen Schusswaffe, also normal, was ist normal? Das ist, ja, also bei einer richtigen Schusswaffe, einer Feuerwaffe, da ist auch viel Druck, das ist klar, aber der geht in einer anderen Richtung. Hier, da vibriert das gesamte, ja, und dadurch wird das hier auch locker. Daher, ich kann es noch einmal, ich sag's noch einmal und ich weiß, ich gehe da am Arsch, bitte nicht den Pro-Wurfarm benutzen. Und wenn du es tust, dann tust du es auf deine eigene Gefahr. Das ist wirklich nicht lustig. Das macht auch keinen Sinn für eine Armbrust, die für IPS 10 Nahbereich Distanzschießen relevant ist. So, gut.
Also, jetzt kommt das vielleicht so, oder es stellen sich die Krallen auf 90 Grad. Die sollen aber, wie du hier jetzt siehst, einen kleinen Winkel haben. Ja? Der ist wichtig, weil wenn sich das immer weiter hineindreht hier, so, dann kannst du irgendwann auch nicht mehr spannen, weil das da irgendwo hängen bleibt. Das ist bei einem normal, das sind jetzt alles Extrembeispiele, bei einem Normal-User hast du das nicht. Aber wenn du es wissen willst, ja, dann kannst du das natürlich schaffen. Das bedeutet, du schraubst hier hinten noch einmal ein bisschen auf, ja, stellst dir dann nachher das in diese Stellung, weiß ich nicht, sind das 30 Grad, ich weiß es nicht, okay, dann hältst das natürlich auch fest. Und wenn du dazu eine Zange brauchst, kannst du auch eine Zange nehmen, schraubst hier hinten fest und dann hast du genau den richtigen Winkel, wie du jetzt siehst. Ja? Und genau den musst du einstellen und für das ist dieses Ding da. Und dann ergibt es auch wieder manchmal die Frage, da ist so, das ist jetzt dieses Aufbaukit, da ist da so ein kleiner Pin mit dabei. Siehst du den hier, diesen Pin? Und da ist die Frage, wofür ist der da? Dieser Pin ist notwendig, um die Compact, die ja einen viel breiteren hier Mechanismus hat, an den Armbrustgrundkörper anzubringen. Das ist dieser Pin hier. Jetzt kannst du sagen, naja, aber das gibt es ja bei der Tactical auch. Ja, sicher gibt es das bei der Tactical auch, aber hier ist dieser Pin einfach viel schmäler. Schau mal her, der Aufbau der Tactical ist hier deutlich schmäler als bei der Compact. Die ist hier hinten ein bisschen blader, so wie der Reine. Ja? Und zwar gut blad. Kann man gut blad sein? Wurscht. Auf jeden Fall, das ist dieser Punkt hier. Und für die sind diese Werkzeuge da. Aber weißt was? Wir müssen immer noch was reden. Über die beste Montage des Köchers. Meiner Meinung nach ist bei der Compact hier der Köcher an dieser untersten Picatinny-Schiene am besten anzubringen. Das ist meine persönliche Meinung. Du kannst das natürlich auch irgendwie anders machen, ist klar. Aber ich glaube, dass das hier an der Stelle einfach am meisten Sinn macht. Ich brauche den Frontgriff nicht, der bei der Tactical absolut eine Notwendigkeit ist. Ich brauche diesen Frontgriff hier nicht und ich glaube, besser geht es eigentlich nicht. Und auch die Frage, obwohl ich das in vielen Videos herzeigt habe, aber sie kommt immer wieder, welche Pfeile kann ich damit verschießen? Alle. Ja? Du kannst jetzt den Übungspfeil schießen, du kannst den Botkin schießen und du kannst auch Jagdpfeile damit schießen und vollkommen egal, ja, wirklich, vollkommen egal. Die gehen alle, weil das Magazin und auch der Grundkörper als solches genau dasselbe ist wie bei der Tactical. Da gibt es einfach überhaupt keinen Unterschied. Und das finde ich natürlich großartig. Ich hoffe, du auch. Jetzt kannst du natürlich sagen, nein, ich bin nur traurig, ich habe meine Armbrust geschrottet, was mache ich? Du kannst dich einmal bei uns an Reklamation melden und uns erzählen, was passiert ist. Und dann müssen wir schauen, dass wir da irgendeinen Austausch zur Verfügung stellen. Wie auch immer wir das machen, das muss man sich wirklich von Fall zu Fall anschauen. Du kannst dich gern bei uns melden, möchte aber gleich eines dazu sagen, wenn wir nicht innerhalb von 3,4 Millisekunden antworten, und es kann auch einmal ein Tag sein, dass wir nicht antworten, dann bitte hab ein bisschen Geduld. Momentan sind manche Leute, nicht alle, ja, sind die meisten Leute sind ganz lieb, aber es sind einige dabei, die extrem ungehalten und extrem ungeduldig sind, die 800 Mal am Tag dann anrufen und das ist extrem nervig. Es muss nicht sein, es muss nicht sein. Und wenn du so einer Gruppe von Kunden gehörst, bitte ein bisschen Geduld, wir arbeiten wirklich auf Hochtouren. So, jetzt kannst du so etwas, das ist ja wie gesagt der Aufbaukit und du siehst jetzt auch, das schnallt dann auch wieder alles schön nach vor, kannst du schön verwenden. Es ist hier ja eigentlich auch so ein Zettel drauf, schau, das ist so ein Zettel und auf dem Zettel steht drauf, bei der Verwendung höherer Zuggewichte regelmäßig den festen Sitz der Muttern beachten. Ja, da musst du nämlich, und das ist nämlich das, was ich gerade vorher auch gezeigt habe, hier immer wieder mal nachschrauben. Das ist bei diesen Close Quarter, bei diesen ganzen, bei dem leichten, nicht so oft nötig. Also ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass das nötig wäre. Aber wenn du mit dem stärkeren, also mit dem Standardwurfarm, den es bei der Tactical standardmäßig gibt, oder wenn du wirklich mit dem Pro schießen willst, das ich absolut irre halte, aber gut, dann wirst du da immer wieder nachziehen müssen. Und hier ist jetzt auch schon genau dieser Fall, den ich gerade vorher beschrieben habe, dass dieses Teil hier nicht optimal eingestellt ist. Und ja, jetzt gehen wir her und ja, da muss ich mit einer Zange her. Aber ich habe es gewusst, weißt du was? Ich gehe nie ohne Zange aus dem Haus. Wer weiß, vielleicht muss man irgendwas anschrauben. Nein, Spaß beiseite. Also natürlich, das muss ich jetzt mit der Zange festhalten, das geht sie nicht anders aus. Festhalten. Du könntest das jetzt auch in ein Tuch einwickeln. Bedenke, dass wenn du hier drauf drückst, du hier das Metall dementsprechend
anarbeitest. Das heißt, es könnte auch tatsächlich dazu führen, dass dann an der Stelle dann ein Rost entsteht oder sonst irgendwas. Also bitte auf solche Dinge halt achten. Aber ja, ich bin ohnehin der Meinung, so jetzt schaffe ich es auch gar nicht. Das ist aber der Vorführeffekt. Das ist jetzt wirklich der Vorführeffekt. Das ist fest anzogen. Dann muss ich wirklich einzwicken. Aber was jetzt hier zum Beispiel passiert ist, ich habe jetzt hier diese Eloxierung ein bisschen beleidigt. Und das kann jetzt dann natürlich auch sein, dass hier dann ein Rost entsteht. Und das ist auch etwas, das betrifft nicht nur das betrifft alle Armbrüste, wirklich alle. Diese Teile, diese Metallteile können mit der Zeit zu rosten anfangen. Ne? Und das finde ich natürlich. Alter, sauber! Ich hab's geschafft! Ich bin Superman! Entschuldigung. Ich hab's geschafft ohne Zange. Nein, aber das Ding, also ich sehe das zumindest so, das kann jeder anders sehen, das ist für mich ein Arbeitswerkzeug. Und wenn es ein Arbeitswerkzeug ist, dann kann man darauf aufpassen natürlich, man muss es jetzt nicht unnötig kaputt machen und quälen. Aber wenn dann an der einen oder anderen Stelle, weil mir was runterfällt oder so weiter, ein Cut entsteht oder abgeschlagen ist, dann ist das der Charakter von diesem Produkt, ob das ein Messer ist, ein Rucksack, was auch immer. Wenn ich etwas habe, ich habe ein Messer zum Beispiel, das ist ein Vitrinenmesser. Das ist wirklich nur für die Vitrine. Aber mit dem komme ich aber auch nicht auf die Idee, rauszugehen und dann nach oben, übrigens billig, irgendwann sind wir auf Aldurlaub im Buschkraftareal, und da oben ja einen Ast abzuhacken. Auf die Idee komme ich nicht. Nur wenn ich drauf kommen würde, auf die Idee, und es würde sich irgendwas abbröseln, rostig werden, ausbrechen, kaputt werden, mich dann darüber aufregen, bin ich selber schuld. Also man muss unterscheiden zwischen, ist das eine reine Vitrinen, ein Vitrinenteil, oder will ich damit auch herumballern. Ja? Und da sage ich dir, wenn ich damit auch herumballern will, dann kann das passieren. So, jetzt nehme ich diesen Hinweis hier runter, gebe den auf die Seite und habe jetzt hier dieses kleine Ding hier. Ja, und jetzt muss ich das auswechseln. Ja, weil jetzt kann ich den ganzen Schaß abmontieren. Ja, das ist klar, das ist jetzt Arbeit. Also, ich muss einmal das Magazin oben abmachen. Das ist an der Stelle. Ich werde jetzt nicht alles, dir die ganzen Schraubarbeiten live zeigen. Dann hier unten muss ich diese Schraube aufmachen. Ja, dann muss ich hier diesen Pin rausknallen. Ja, dann muss man wechseln. So, Magazindeckel habe ich jetzt einmal runtergenommen. Ich glaube, dass das reicht. Also ich brauche ihn nicht vorne auch noch aufmachen. Aber wenn das notwendig ist, weil das sie überhaupt nicht bewegen lässt, dann mache ich vorne auch komplett ab. Ich glaube, dass das jetzt einmal reichen wird. Wichtig ist nur, dass das Magazin so weit hochgehoben werden kann, dass du die Sehne da vorne drüber kriegst. Denn das werden wir dann nachher rausfädeln. Ja, und jetzt mache ich hier unten genau diese Schraube hier auf. So, die habe ich jetzt auch draußen, kann ich durchschauen. Ja. Das ist dann notwendig, damit ich genau diesen Innenteil hier rausziehen kann. Ja, und jetzt muss ich diesen Pin checken. Ja, und dazu nehme ich meinen Leatherman Search. Ja, also wie gesagt, das Ganze hier, die reinste, billigste Eigenwerbung auf der ganzen weiten Welt, das muss dir klar sein. Kriegst natürlich auch, gibt da unten den Link zu all den Produkten, die ich hier zeige. Aber das musst du jetzt mittlerweile schon gewohnt sein, wenn du mich kennst und wenn nicht, dann, ja, es ist so. Hier ist eine kleine Hammerfunktion bei dem Search. Und da, sagst du. Da rein. Aha, sagst du, ja. Jetzt geht auf der anderen Seite, da der Pin jetzt dann auch schon raus. Ein bisschen werden wir noch schlagen. Jetzt wird eines passieren, dass durch das Abschlagen, ich weiß, ich bin jetzt vielleicht gemein, aber es gibt Kunden, die sich wirklich darüber beschweren und muss da sagen, es tut mir wirklich leid, wenn man damit dann was draufschlägt, dann kann hier ein bisschen was von der schwarzen Dingsbums runtergehen. Es tut mir leid, das ist einfach so. So, ja, genau, der ist jetzt eh schon rausgefallen, der dazugehörige Bolzen. So, ist überhaupt kein Thema. Dann ziehen wir hier wieder ran. So, jetzt habe ich die Teile hier. So, die stecken wir gleich einmal weg. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist es soweit. Und so, du kannst jetzt hier diesen Teil rausnehmen, bitte aufheben und uns zurückschicken. Die Anweisungen kriegst du natürlich alle, aber melde dich ganz einfach bei uns, weil das kann man hier reparieren. Und setzt jetzt das neue Teil hier ein. Das wir übrigens, wenn du Tactical hast und umbauen willst auf die Compact, genau dasselbe Spiel, weil jetzt habe ich den nächsten kaputten genommen. Wurscht, aber das wäre genau dasselbe. Da ist jetzt der richtige. Ich habe jetzt zwei kaputte, müssen wir alle reparieren. Setzt du hier ein. Wichtig ist,
dass man jetzt hier wieder die Sehne über den Bügel gibt. Ja, und jetzt machen wir das Spiel wieder in die andere Richtung. Ich schlage den Pin wieder rein, schraube hier an. Ja, und dann let's shoot. Also vielleicht kann man das auch anders machen. Also ich setze jetzt zuerst einmal diesen Pin. Ja, ich hoffe, das ist richtig so. Vielleicht hat da irgendwer eine andere Idee, dann soll das auch so sein. Ich setze jetzt mal diesen Pin. Auch da kann es passieren natürlich, dass ich da was abschlage. Jetzt habe ich den Pin gesetzt, jetzt sitzt das eigentlich einmal. Jetzt brauchen wir dann nur hier unten noch die Schraube und Magazin befestigen. Ja, und dann geht's los. Ja, so schaut es aus im Schneckenhaus. Und während ich da jetzt so vor mich hin schraube und alles wieder zusammenbaue, noch ein paar andere Fragen, die mag ich da gleich mit beantworten. Und zwar, es gab die Frage nach Color Kit. Ja, absolut. Du kannst das Color Kit natürlich auch für die Compact verwenden. Nur ist halt dann der Schaft, den du hast, den hast du halt über. Aber es gibt ja auch ein Umbauset. Vielleicht nicht jetzt im Moment. Aber es wird alles kommen. Das ist alles auf der Produktroadmap und kommt. Ja, Steambo ist absolut auf Schiene, ist absolut auf Weg. Nur es ist halt auch in der aktuellen Situation, ich weiß, auch da schreiben uns manche Kunden, dass wir uns darauf rausreden. In der aktuellen Situation ist es tatsächlich sehr schwierig, die Ware zu bekommen, sie vernünftig zu bekommen, in Zeit zu bekommen. Es ist momentan nicht so einfach. Wirklich. Aber sei es drum, es wird kommen und dann kannst du auch das Color Kit montieren. Auch diese Frage wurde gestellt. Dann auch noch einmal zu Zubehör ganz allgemein. Ja, beim Köcher, glaube ich, habe ich es jetzt schon gesagt und gezeigt. Aber natürlich auch die seitlichen Montagen mit seitlichen Schienen, mit Leuchtpunktvisier. Wenn du machst das Zielfernrohr auf den Deckel, ist ja, wenn du das willst, kannst du das gerne tun. Das geht sich alles aus, denn noch einmal, der Grundkörper bis hierher ist absolut gleich. Das Einzige, wie bei der Tactical. Der Unterschied liegt nur an diesem Element hier. Da habe ich jetzt gezeigt, wie man es ein- und ausbaut. Ja, da würde man jetzt da auch wiederum diesen Stift rausschlagen. Und wurscht, wenn du die Teile bei mir kaufst, kriegst du sowieso einen Zugang zu einer internen Schulungsplattform, wo all die Sachen drauf sind. Und ich zeige auch hier jetzt auf diesem Kanal so viel her. Also wir werden das schon einmal, wenn viele Leute das wissen wollen, wie das geht, werde ich es herzeigen, wie man das umbaut. Das heißt, du kannst dir ja nur diesen Hinterteil hier umbauen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber sonst, das hier vorne ist gleich. Ja gut, hier haben wir noch einmal den Frontgriff. Aber den könnte ich mir bei der Compact auch montieren. Nur macht er einfach keinen Sinn. Und daher ist auch das gesamte Zubehör in sich stimmig. Ob jetzt Speedloader, Köcher, Lampen, Laservisiere, das kann man alles machen. Ist alles überhaupt kein Thema. Gut, dann noch etwas. Ganz allgemein. Schmieren. Ich sage das immer wieder und ich sage es noch einmal. Es ist wichtig und sinnvoll und gut, hier diese Schiene zu schmieren, die Sehne zu schmieren, auch hier diesen Seitenteil hier, da. Das ist besonders natürlich bei der Tactical, ja, ist das noch wichtiger, ja, hier diese Führungsschiene zu schmieren. Da biegt sogar noch der Bart, schau her, warte mal, da schau her, da biegt sogar noch der Bart, da genau da, da, da ist der. Da biegt noch der Bart, weil ich hier dieses Sehnenschienenwachs verwende. Und auch da schmiert man hier ein kleines Stückchen mit rein, damit das besser funktioniert, damit das gleitet. Dadurch hast du wirklich tatsächlich beim Schießen einfach viel mehr Spaß. Ja? Es geht so oder so. Nur wenn ich da jetzt aufziehe und es ist alles schön geschmiert und alles schön eingeölt, dann rutscht es besser. Das mag ich vielleicht auch noch mit dazu sagen. Pfeile, glaube ich, habe ich auch beantwortet. Genau, eine Sache noch. Ja. Kaputte Sehnen, weil auch das immer wieder kommt, aber das betrifft nicht nur die Compact, sondern die Tactical, sondern alle. Ja. Kaputte Sehnen, wo die Mittelwicklung einfach durch ist, das ist so, die sind kaputt. Es gibt die Möglichkeit, das kann ich aber nicht, vielleicht werde ich mir das auch irgendwann einmal checken und einmal anschauen, wie man Mittelwicklungen selber machen kann. Ja, da gibt es so eine Apparatur dazu, die habe ich mir schon gekauft jetzt vor kurzem, da muss ich mir jetzt vielleicht über die Weihnachtsferien einmal anschauen, wie das geht. Aber grundsätzlich, wenn die Mittelwicklung durch ist und du weiterschießt und die Mittelwicklung schon weg ist, dann wird es auch hier irgendwann einmal einen Riss machen. Tut mir leid, das ist so. Also liebe Leute, groß und klein, ich glaube, ich habe alles beschrieben. Wenn auch du noch eine konkrete Frage zur Steambo Stinger Compact hast, dann stell sie uns gerne an shop@überlebenskunst.at und vielleicht kommst auch du dann in einem Video hier bei mir vor. Wenn du Fragen hast, stell sie uns sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wenn es Probleme gibt, melde dich bei reklamation@überlebenskunst.at.
und wir tun wirklich unser Möglichstes. Nur wie gesagt, wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen. Dann muss man zu Amazon gehen. Die haben das alles in einer künstlichen Intelligenz, die automatisch als Chatbot die Antworten gibt. Bei uns machen das halt noch echte Menschen. Also, so ist es. Compact, ein absolut geniales Teil. Wenn du darauf achtest, beim Spannen richtig zu greifen, wenn du darauf achtest, alles so zu machen, wie es gehört, dann wirst du an diesem Teil hier einfach richtig schönen Spaß haben. Schön hier greifen, nicht die Federn mit anpacken. Das Ding ist absolut genial. Ich stehe hundertprozentig dahinter. Wenn du ein Teil willst, gebe ich dir unten den Link, denn du kannst da sicher sein, das funktioniert alles pipi-fein. Billigste Eigenwerbung. Schau auch auf Aldo-Labertie vorbei. Da gibt es bei allen Zeltplätzen auch die Möglichkeit, mit Armbrust und Bogen zu schießen. Ich sag nur eines. Steamboat rocks. Yeah.